Ja, hallo, herzlich willkommen bei Visual Storytelling an dieser DigiNect 2020. Ich würde euch jetzt wirklich wahnsinnig gerne mitnehmen. Wir sind hier nämlich in der Geburtsstätte nicht nur des Schweizer Content Marketings, sondern der Schweizer Medien überhaupt an der Froschaugasse. Hier wurde die erste Bibel gedruckt, hier wurde die erste Banknote gedruckt und hier wird die erste Live-Konferenz live aus drei verschiedenen Settings übertragen. Due to Social Distancing haben wir hier wirklich gerade 2 Meter nebenan im Nebenraum. Ich bin eigentlich in der ein bisschen schön gemachten Küche meines YouTube-Studios, das man natürlich sehr gerne auch mieten kann. Und hier filmen wir mit 3 Kameras und einer Schnittregie, wo jemand auch von der HSLU bedient, streamen wir den ganzen Content raus. Hier ist 2008 wirklich tatsächlich auch die erste Content-Marketing-Agentur, die heißt Corp Media, da bin ich CEO seit 2008. Mittlerweile bin ich Coach, Unternehmer, Dozent, ich helfe sehr vielen Personen, sich richtig zu inszenieren, zu positionieren, dementsprechend auch zu vermarkten. Wir sprechen heute über Visual Storytelling und ich springe rüber in die Präsentation, damit ihr auch noch ein bisschen was noch hinzubekommt. Voilà, herzlich willkommen, haben wir gemacht. Big Data ist ein großes Thema heutzutage. Die Daten hier sind auch ziemlich big mit 21 Jahren. Früher habe ich auch so lustige Sachen vertont, wie heute bei Jung, Wild und Sexy. Und so solche Geschichten kennst du vielleicht noch mit Cyril und so weiter. Das war meine Stimme. Also von daher ganz viel in Audio, Video und Live gemacht. 11 Jahre, ein paar Awards für Zukunftsvisionen, beispielsweise der Post bekommen, Eventmoderationen, viele Keynotes und dozieren tue ich auch noch ein bisschen. Visual Storytelling, sprechen wir darüber. Jede Kamera hat einen Frame. Man kann selber auswählen, welchen Frame das man nimmt, wie nah das man rangeht, welchen Bildausschnitt das man zeigt und was das man sehen möchte. Und genau diese Story und eigentlich die wichtigste Story, die du erzählen kannst, ist die Story, die du dir selber erzählst. Ob du findest, dass du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich, ob du morgen mit Freude aufstehst, ob du am Abend mit Freude wieder zu Bett gehst, ob du findest, dass dein Arbeitgeber fair ist und so weiter und so fort. Also diese Geschichte, die du dir selber erzählst, dein Storytelling, das ist das wichtigste Storytelling. Und dass die meisten Sachen, eben auch in diesem Storytelling, die haben auch einen Frame. Welchen Bildausschnitt zeige ich? Und was wird damit ausgelöst? Wie spreche ich? Wie übermittle ich diese Botschaft? Ist natürlich auch sehr geprägt vom Wer bin eigentlich ich? Also dieser Personal Brand. Und wenn du dich verkaufen möchtest, und heute muss sich jeder in den sozialen Medien verkaufen, ob er das will oder nicht, und auch sonst muss man sich verkaufen, sei das in Lohnverhandlungen, bei Jobgesprächen, Einstellungen und so weiter und so fort, oder auch wenn ich von meiner Frau gerne hätte, dass ich heute Abend auch ohne irgendwelche Diskussionen mit einem Freund noch kurz ein Bier trinken gehen kann, auch dort braucht es ein gewisses Storytelling. Und Storytelling ist de facto nichts anderes als das gekonnte Übermitteln des Ich, seiner Wünsche, seiner Botschaften und natürlich eben auch der gewünschten Conversion. Also ob ich jetzt Bier trinke, ob ich mehr Likes, Follower, Engagement oder eben auch Sales hinten raus habe, das wird maßgeblich vorgegeben und getriggert von eben diesem How. Wie mache ich das? Das Why, das ist was anderes und dann haben wir ja noch das What. Und da heute wahnsinnig viele auch mit Video kommunizieren, hilft das natürlich extrem, dass ich dort doch einer der Pioniere war 2008, der den einen oder anderen Firmen gezeigt hat, dass es auch YouTube gibt und dass man Motion Brandings und so weiter und so fort machen kann. Wenn du eine Geschichte erzählst, sei das in einem Film, sei das mündlich oder sei das in einem Bild, dann sei dir bewusst, was dieses Bild für eine Wirkung hat, was diese Geschichte für eine Wirkung hat. Und je besser, dass du vorher auslösen kannst, beziehungsweise antizipieren kannst, was du auslöst, desto besser. Bei diesem Bild, das ist ein sehr strenges Bild, das ist sehr schwarz, das passt irgendwie zu meinem Brand und so weiter und so fort. Aber ich hätte ja rein theoretisch auch ganz easy sagen können, ich mache das so. Dann wäre es noch ein bisschen techy, dann wäre es noch ein bisschen diggy, dann wäre es ein bisschen menschlich, aber trotzdem auch eben dieses Video-Teil auch noch drin gewesen und hätte wahrscheinlich so dass die Zweifaltigkeit von meinem Mensch-Aug-Dasein, ich helfe dir, wie du das ganz persönlich machst und ich zeige dir, wie es im Video geht, hätte das wahrscheinlich
vielleicht besser funktioniert, das hätte vielleicht besser transportiert, wenn ich dir jetzt effektiv etwas verkaufen wollen würde, wie beispielsweise mein Webinar Anfang Juni. Oder wenn ich jetzt irgendein Mood noch generieren wollen würde mit einem Subtext, es draußen regnet und so weiter und so fort, hätte ich mich auch dafür entscheiden können. Ich hätte mich für einen Animationsfilm entscheiden können. Oder hier eben gezeichnet. Also auch das, die Wahl des Stilmittels und der Grafik ist natürlich much entscheidend, wie dann was eben rüberkommt. Also seien wir uns bewusst, jedes Bild hat einen Kontext, hat einen Subtext und hat einen Text. Also entweder in der Description einen Text oder einen Text auf dem Bild. Und dort ist natürlich wichtig, dass du dich fragst, was möchte ich eigentlich sagen? Was möchte ich auslösen? Was lasse ich aus? Weil teilweise ist es ja wirklich viel spannender, dass man gewisse Sachen weglässt. So funktionieren beispielsweise Witze. Weil Witze sind ja nicht mehr witzig, wenn du schon die Pointe vorne wegnimmst. Also de facto braucht es da ja noch einen kleinen Teil Text, den du selber generieren musst, den dein Zuschauer selber generieren musst. Also eigentlich eine implizite und eine explizite Message. Und die implizite Message, also der Subtext, ist vielleicht sogar noch wichtiger. Plus kommt eben dazu, dass der Kontext, also wo ist das Ganze eingebettet, das ist much entscheidend für die Wirkung deines Visual Storytellings. Also im Endeffekt fragst du dich dann eigentlich nach dieser sagenumwobenen Relevanz. Wenn ich doziere oder wenn ich irgendwelche Leute vor mir habe, frage ich sie oft, weißt du eigentlich, was Relevanz bedeutet? Und oftmals ist es so, ja, ich muss jetzt mal schnell, ja. Und dann, aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du bei Wikipedia, also wir machen mir ja das Leben ziemlich einfach teilweise, manchmal auch ganz schwer, habe ich bei Wikipedia das eingegeben und dort steht, Relevanz bedeutet situative Wichtigkeit. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt, wenn du eine maximale Wirkung willst, eingehen möchtest, dann gehst du auf die Situation ein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das machen? Und dort hilft natürlich, wenn man ein Sparring hat, wenn man jemanden hat, der das mal anders durchdenkt, wo auch die Situationen sein könnten. Weil beispielsweise die meisten, wenn wir sagen, okay, wir wollen alle, die am Handy sind, erreichen, dann erreichen wir sehr viele am Handy auf dem Klo. Ist einfach so, weil sehr viele auf dem Klo beispielsweise ihre Dinge konzipieren oder rezipieren. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, gut, das ist vielleicht eine Situation, auf die könnte ich eingehen. Noch niemand hat einen Gag gemacht, ja, wenn du jetzt auf dem Klo sitzt, dann musst du jetzt dir das unbedingt anhören. Aber vielleicht trifft man in der Situation doch relativ viele. Also, in welcher Situation befinden sich die Personen und wie kannst du auf sie eingehen? Situation bzw. Relevanz ist natürlich auch die ganzen Geschichten. Jetzt hatten wir gerade Muttertag, das ist beispielsweise auch etwas, wo du darauf eingehen kannst. Diese Disziplin, die nennt sich News Checking. Das kann man sehr systematisch, kann man das miteinander anschauen und so kann man seinen Contentplan schon mal ziemlich gut füllen durch das Jahr bis hinten raus. Aber eben, die Frage ist natürlich, wer bist du? Was machst du? Und was will das einzelne Bild sagen? Weil wenn du weißt, was das eigene Bild, einzelne Bild sagt, dann weißt du auch, was dein Film sagt. Sollte es ein Film daraus werden. Aber ein Film ist nicht das Allerheilmittel. Man braucht nicht für alles einen Film. Das ist auch so ein Ammenmärchen. Aber was ist ein Film? Ein Film ist nichts weiter als 25 Einzelbilder pro Sekunde. Wenn ich jetzt hier winke, siehst du 23,97, weil das ist Zoom und die laufen auf der amerikanischen Norm. Aber denk das mal so durch. Überleg dir, was für ein Bild will ich von mir vermitteln, weil wir reden ja heute darüber, wer sich nicht verkauft, wird unter Wert gehandelt. Also welches Bild will ich von mir vermitteln und was möchte ich damit erreichen? Und dann weißt du eigentlich, welches Bild, das du vermittelst und musst es rein theoretisch, wenn du einen Film machst, nur noch mal 25 multiplizieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht ausgedrückt, aber es funktioniert. So, dann gehen wir weiter. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie macht man das? Wie orchestriert man das? Wie erzählt man die Geschichte so, dass es immer wieder neu und immer wieder spannend wird? Früher gab es mal ein Paradigma, das hieß COPE. COPE, Create Once, Publish Everywhere. Das kam so mit der integrierten Kommunikation. Christian Mosner, der auch hier in dieser Gruppe sitzt, der kann da ein Lied davon singen, dass man einmal
etwas gebaut hat und man hat überall das Gleiche distribuiert. Funktioniert nicht mehr. Das ganze Social Media und Kommunikationsding ist ja funktioniert ja wie wenn man in eine Bar geht und dort jedes Mal einen trifft und wenn der immer wieder die gleiche Botschaft in der gleichen Art und Weise erzählt, dann wird er sehr schnell nicht mehr spannend und man setzt sich nicht mehr neben ihn, weil er einfach nur langweilt. Und deswegen ist beispielsweise Instagram, ist ob Insta oder Later, ich finde, der Name ist total verfehlt. Weil eigentlich macht doch jeder, kuratiert seine Geschichte, zeigt seinen Bildausschnitt, dann wären wir wieder beim Frame vom Anfang. Und der zeigt wirklich ganz genau, wie soll was denn sein. Und du kannst dir überlegen, welches Bild oder welchen Bildausschnitt möchte ich vermitteln. Also beispielsweise ist natürlich auch die Frage, was ist denn Realität? Und Realität ist nur das, was wir von uns zeigen wollen. Und das können wir orchestrieren und ich zeige dir gerne, wie das geht. Wie du deinen Brand machst und wie das nach außen getragen wird. Denn ob jetzt da der Angreifer ist oder der andere, dieses uralte Bild zeigt das wirklich sehr schön. Also stellt sich die Frage, who are you? Was macht dich auf? Was bietest du für einen Mehrwert? Und wo kann man die Wiedererkennung geben? In der vorherigen Session wurde ich beispielsweise gefragt, wie funktioniert denn das? Kann ich auch zwei verschiedene Personal Brands haben? Es gibt einen gewissen Brand Stretch. Ich beispielsweise, Menschen, die mich aus Privaten kennen, die wissen, dass ich Krawatte, wenn ich Krawatte und Hemd anhabe, dann bin ich Storytelling Timo in der Rolle drin oder sonst bin ich dann halt eben einfach Timo Wäschli, das geht. Also solche Sachen funktionieren. Aber das ist einfach beispielsweise ein Wiedererkennungsmerkmal, ebenso wie die Brille oder eben auch die Stimme. Also what's your story? Was ist die Kernstory und wie zeigt sich die in ganz verschiedenen Episoden? Und Storytelling ist nichts anderes als das Transportmittel deines Ich, deiner Botschaften und deiner Produkte und eben Dienstleistungen. Und da kannst du dich auch fragen, bin ich ein Maybach? Bin ich ein Dacia? Bin ich eher ein Mittelklassewagen oder komme ich vom selben Band wie VW, aber ich nenne mich Audi? Wer bin ich? Und so kannst du deine Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen und immer wieder spannend und auch neu gestalten. Ich schaue mal auf die Uhr. Wo sind wir? Wie lange habe ich noch, Oliver? Du hast noch 2 Minuten. Habe ich noch 2 Minuten? Okay, gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Perfekt, großartig. Danke, Oliver. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, wie funktioniert denn diese Story und was können wir aus Hollywood lernen? Und was ihr aus Hollywood lernen könnt, sind beispielsweise die Archetypen. Und die Archetypen, da kennt man beispielsweise hier Nummer 3, kennt man ziemlich gut. Du kennst wahrscheinlich Karate Kid. Karate Kid, die Geschichte, ich erzähle sie kurz. Kleiner Junge kommt mit seiner Mutter in eine neue Stadt, kommt dahin, wird als erstes verprügelt. Gibt es auch die Meteoriteneinschlagnummer, dann gibt es auch die Erdbebennummer, da gibt es die Flugzeugnummer und so weiter und so fort. Es gibt in tausendfach gibt es diese Geschichte. Und dann fällt irgendwie von dem schönen, heilen Welt, geht das in den Abgrund und dann bauen wir das wieder auf und die Menschen bleiben dran, weil sie wissen wollen, wie schafft der das wieder aus dieser schrecklichen Situation da hoch. Und genau so funktioniert das beispielsweise auch in der Unternehmenskommunikation oder eben auch im Personal Branding und ich zeige euch nachher, wie das funktioniert und das hilft dir auch, um deine eigene Brand Story zu generieren. Aber das können wir auch zusammen machen. Aber es gibt natürlich auch David gegen Goliath, beispielsweise Apple gegen Microsoft. Wer sich daran erinnert, das war eine ganz klassische David gegen Goliath-Geschichte. Ich baue aktuell gerade einen Brand für einen französischen Konzern und dort machen wir eher die Robin Hood-Geschichte. Also so Power to the People, so eine Nummer. Dann gibt es natürlich noch das hässliche Entlein, funktioniert beispielsweise, wenn man ein Nachfolgeprodukt machen möchte, funktioniert das sehr gut. Und dann gibt es natürlich, und sie sind mehr hier so vollständigkeitshalber, Komödie, Tragödie und Rebirth. Und Alice in Wonderland ist einfach immer ein Klassiker von einem ist in eine neue Welt und wieder zurück, ist auch eine wahnsinnig tolle Geschichte. Follow the White Rabbit und ihr kennt das noch mit dem Hutmacher und dem Ding. Ich habe gesagt, ich schließe dann ab mit das Ganze noch hands-on zu machen. Wir nehmen The Hero's Journey. Das ist das Mission Statement von Siemens. Das da besagt, the technology pioneer that helps people to change the world to the better. Dann haben wir Mr. Miyagi. Das ist der technology pioneer, das ist Siemens, hier in diesem Beispiel. Dann haben wir The People. Und The People, die sind immer der Held. Also Customer, Customer First, Customer Centric,
Das ist nichts Neues, das war schon früher so. Und dann gibt es natürlich The Quest. Also wenn wir an deinem Personal Brand beispielsweise arbeiten und an deinem Elevator Pitch, dann arbeiten wir daran, okay, was ist eigentlich die Geschichte? Was ist The Quest? Change the world to the better. Was machst du? Du richtest Häuser schöner ein, du machst bessere Investments, du machst dies, das und jenes. Und genau dabei kann ich dir helfen. Beispielsweise, wenn du dich anmeldest für mein Webinar, den Link hat Oliver wahrscheinlich schon gepostet. Und wenn du mehr Tipps und Tricks haben möchtest, dann gibt es die auch auf meinem YouTube-Channel. Der heißt Storytelling Timo. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig auf eure Fragen und hoffe, dass ich euch einen spannenden Einblick und etwas mit auf den Weg gegeben habe.